beim zweiten Lied werde ich Technik einsetzen. Mal gucken, wie das funktioniert. Es ist ein Lied, es ist eine Entschleunigungshymne. Es handelt, ja, werdet ihr merken. Eine Entschleunigungshymne in 150 BPM, das klingt jetzt, ist aber. Liegst du manchmal apathisch um, die Seele hängt auf Halt, machst und denkst über dein Leben nach, wie viel du schon verpasst hast, löst wie mit jedem Schlag des Herzens deine Zeit verwendet. Wie machen das die anderen, die stets glücklich und erfolgreich sind, und du weißt, dass du dein Leben auf der Stelle ändern solltest, und nimmst dir vor, etwas zu tun, was du schon immer tun wolltest, wozu dir stets der Mut gefehlt, doch heute soll es sein, und dann schaust du versehentlich ganz kurz bei Facebook rein. Und schon kriegst du wieder schlechte Laune und bist super scheiße drauf. Was die anderen alles machen, das holst du doch nie mehr auf. Nils ist jetzt Politiker, Carsten schreibt ein Buch, Christine hat den Doktortitel und Couchsurfer zu Besuch, Thorsten taucht im Roten Meer, Ulf hat der Geschlechtsverkehr, Max wohnt jetzt in Reykjavik und schreibt, kommt alle her. Jan Oliver ist bei Zalando, Jan Philipp ist bei DS, Groß hat dauernd Tinder-Dates, sein Sexleben ist reiner Stress, und Silvi ist in Island reiten, Max ist in den Rockies-Hypen, Stefans Kind macht Bäuerchen und tausend Freunde liken. Lars ist jetzt Poetry Slammer, hat sogar schon mal gewonnen, du hast offene Text die Idee, du bist doch nicht dazu gekommen. Thorsten hat einen Fashion-Blog und Carmen hat einen Fashion-Blog und Tillmann hat einen Fashion-Blog und du hast nur auf Bierchen Bock. Senkst du wieder am Computer und bist durch von Neid. Allein und unzufrieden, du fügst dir furchtbar leid, denn weder YOLO oder Solo, nichts erleben ist dein No-Go. Das Highlight deines Tages ist dein Sternburg-Togo und du postest nichts. Und niemandem gefällt das. Doch du solltest dich auch fragen, all diese Leute, die offenbar dauernd ihr Studium beenden und Bücher schreiben und in Soap-Operas mitspielen und Bands gründen und überhaupt alles mögliche, die Karriere machen und Kinder kriegen und Häuser bauen und das alles, während sie nackt an einem Gummiseil vom Ladekran eines Eisbrechers springen, der in die Antarktis unterwegs ist, um dort Walfänger zu rammen und auf diese Weise gegen den Hunger in der dritten Welt, Gentrifizierung und umgedrehte Wagenreihungen bei der Deutschen Bahn zu demonstrieren. Glaubst du wirklich, dass diese Menschen glücklicher sind als du? Ja, wahrscheinlich sind sie das. Doch Mann, hör bitte auf zu jammern, es ist nicht zu spät für ein erfülltes Leben. Ich zeige dir, wie es geht. Du musst nur die Augen öffnen, damit ich dir helfen kann. Es kommt am Ende alles auf die Perspektive an. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du etwas verpasst oder ob du ganz bewusst darauf verzichtet hast. Das Leben ist genau betrachtet eine Downhill-Piste. Und je mehr du strampelst, umso schneller bist du. Am Ende stellt sich nur die Frage, Boge oder Kiste. Nutze deine Zeit. Schreib eine Not-to-do-Liste. Ich schreibe mir jeden Morgen ein paar Sachen auf, die ich geil finden würde, und dann sage ich Scheiß drauf, du kannst auch ohne glücklich sein. Funktioniert super. Jeden Morgen 5-6 Dinge auf die Geil. Wer mit Rauchen aufhören, Wale schützen, Multimillionär. Während früh aufstehen und steil gehen, bald nach neuen iPhone-Schlange stehen. Doch dann beschließe ich mich einfach im Bett nochmal umzudrehen. Das Neue haben müssen, nichts zu tun ist super gut für die Natur und das Gewissen. Und all die Dinge, die ich morgens aufgeschrieben hab, hake ich abends auf meiner Not-to-do-Liste ab. Alles, was ich niemals hatte und doch stets vermisste, was ich nicht erledige, obwohl ich eigentlich müsste. Jede Frau, die mir gefiel und die ich niemals küsste, alles stolze Häkchen auf der Not-to-do-Liste. Not-to-do-Liste, Not-to-do-Liste. Es hat ja auch alles keinen Zweck, wenn du dich dann doch aufraffst und zum Beispiel dieses Lied schreibst und dich auf eine Bühne stellst, damit kommt hinterher jemand angeschissen und sagt, die Idee mit der Not-to-do-Liste hat auch schon Marc-Uwe Kling. Es hat doch alles keinen Zweck. Soll sie rackern, sollen sie feiern und posten diese Affen. Glaub an dich, du kannst viel mehr, als du denkst, nicht schaffen. Versuche nicht, die Welt zu retten, nimm dir vor, es nicht zu tun. Und sobald du das geschafft hast, hast du jeden Grund, dich auszuruhen. Das eben ist genau betrachtet eine Downhill-Piste. Und je mehr du strampelst, umso schneller bist du. Wenn dir stellt sich nur die Frage, ohne oder Kiste. Nutze deine Zeit, schreib eine Not-to-do-Liste. Alles, was ich niemals hatte und auch stets vermisste. Was
ich nicht erledige, obwohl ich eigentlich müsste. Jede Frau, die mir gefiel und die ich niemals küsste. Alles stolze Häkchen auf der Not-to-do-Liste. 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 Genie Volker Strr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 r